Ich habe Anissa gegründet, weil ich etwas für meine Kinder hinterlassen wollte. Anissa habe ich aber auch gegründet aus dem Leid, was ich die letzten Jahre in der Intensivpflege begleitet habe, weil die Patienten einfach, weil sie künstlich ernährt sind, nicht mehr alle Nährstoffe kriegen und sie wirklich auf diese Defizite reagiert haben mit Hauterscheinungen wie Schuppenflechte, Neurodermitis, Haarausfall. Und deshalb musste ich das auch tun. Meine mittlere Tochter hat Neurodermitis schon als Kleinkind gehabt und auch da hatte ich das Glück, dass man mir den Tipp gegeben hat, Naturkosmetik, eben Mandelöl einzusetzen zusammen mit Quark, und das hat sie praktisch als Umschläge von mir bekommen als kleines Kind, und so konnten wir auf Cortison und auf Chemie verzichten. Und sie ist heute 20 und hat nie wieder was bekommen. Ich komme ja auch von meinen Wurzeln her, meine Eltern sind Marokkaner. Bei uns ist das so typisch, dass man viel mit Pflanzen macht. Letztendlich bin ich mit Naturmedizin in irgendeiner Art und Weise schon als Kleinkind in Verbindung gekommen. Und das war für mich so normal, das zu machen, weil ich das alles schon kannte.